Ich mag Comics und anscheinend mögen Panini und DC mich. Die haben mir nämlich kostenlos zwei Comics überlassen. Batman habe ich mir gewünscht und das Wonder Woman Comic haben sie mich mit überrascht. Und wirklich überrascht, es ist nämlich ein echt gutes Comic. Ich habe es noch nicht durch, aber es ist ein interessanterer Charakter, als ich eigentlich dachte. Comics gehören ja genauso wie Filme oder Videospiele zu meinen Inspirationen, wenn ich ein Projekt angehe. Und in dem Fall werde ich mal, weil ich mit dem Batman-Comic ja schon fertig bin und ich eh schon mal einen Batarang bauen wollte, ein Batarang. Er kommt genau einmal im ganzen Comic vor, der Batarang. Und wir werden jetzt einfach mal uns den angucken und ich erstelle dann jetzt mal einen Plan, frei handskizziert, wie groß das Ding sein soll, wie ich mir das vorstelle. Und dann setze ich mich mal daran, dass aus irgendwelchen Holzresten, die ich hier rumfliegen habe, einen wunderschönen, vielleicht sogar werfbaren Batarang zu bauen. Gleich vorweg, ich habe weder von DC noch von Panini Geld dafür bekommen, dass ich dieses Video mache. Ich habe lediglich diese beiden Comics hier in die Hand gedrückt bekommen. Was ich damit mache, bleibt vollkommen mir überlassen. Also habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass ich mal wieder das bastel, einfach auch um wieder überhaupt was zu basteln und mal ein bisschen der Meisterschule zu entfliehen. Und wenn ihr bis zum Schluss dran seid, kann es ja sein, dass Panini oder DC euch auch mag und dem einen oder anderen auch einen Comic zuschickt. Jetzt muss ich aber erstmal den Batarang da drin wieder finden, weil es wirklich nur ein einziges Mal vorgekommen. Ich muss mal schauen, wo der war. Die Form des Batarang habe ich jetzt ausgearbeitet, ist jetzt auch schon klappbar, hat eine Schraube mit eingebaut und jetzt geht's an die Schneiden. Ich werde jetzt auf jedem Flügel einseitig auf der Außenseite mit der Feile und mit Schleifpapier eine Schneide dran schleifen und dran feilen. Nicht überall und ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich hier
vielleicht die Schneide nach dahin auslaufen lasse und diese Schneide hier oben nach oben hin auslaufen lasse, wieder auf diesen Flügel-Eckpunkt-Spitzen-Ding. Muss ich jetzt mal gucken. Das wird sich dann jetzt aber beim Schleifen und beim Feilen ergeben, wie es dann am schönsten aussieht. Think about it. Do you still care? Do you still worry about the faces you wear? Are you alone? Are you afraid? Do you still hang around the people you hate? Because you wanna do something new. No one else has done so we run. Thousand miles we get. Ich habe von Panini und DC das Go bekommen, dass ich jeweils eins dieser beiden guten Stücke hier verlosen darf. Nämlich Batman, Arkham Knight und Wonder Woman, Göttin des Krieges. Die Sache, die ihr dafür erledigen müsst, ist mir zu jedem jeweils eine Frage beantworten. Das heißt, eine Person bekommt ein Comic. Die Frage zu Wonder Woman ist, warum wurde die früher als Kind gehänselt und wer ist daran schuld? Und der oder diejenige, die das Batman-Comic haben möchte, muss mir einen Fakt über Batman nennen, den ich noch nicht kenne. Da wollen wir mal sehen, ob da was bei rauskommt. Ich weiß zum Beispiel, dass es eine türkische Stadt gibt, die heißt Batman. Das letzte Projekt, das ihr von mir gesehen habt, war ja dieses Meisterschulprojekt. Und es ist tatsächlich ein Riesenunterschied, ob ich sowas baue oder mal wieder sowas, was Kleines zwischendurch, wo ich irgendwie keinen Druck habe, wo ich mich einfach mal entspannen kann beim Arbeiten. Das ist eine feine Sache. Und dann ist es auch noch ganz gut geworden, glaube ich. Also für den Timber zwischendurch auf jeden Fall. Den Batarang stelle ich, glaube ich, auf meinem Schreibtisch aus und werde den als Brieföffner benutzen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ist wieder ein Monat vorbei. Es dauert jetzt auch wieder einen Monat, bis ein neues Video kommt. Und bis dahin, kommentiert schön fleißig. Wir können auch gerne unten wieder diskutieren. Und haltet die Ohren steif und tüdelü!